Tutut, wir sind zurück bei Railway Empire 2 Journey to the East und heute steht ihr im Mittelpunkt. Wir haben eine ganze Menge Kommentare bekommen unter den ersten drei Folgen und ich möchte ja, dass das hier unser gemeinsames Projekt ist und wir das hier gemeinschaftlich nach vorne treiben. Deswegen beginnen wir heute mit den Kommentaren. Falls euch das nicht interessieren sollte, dann schaut mal unten in die Timestamps rein. Dort könnt ihr diesen Part ganz schnell überspringen. Wir beginnen mit der ersten Folge. Dort schreibt Tote Rot, aka Battle Chronics, tutut. Seeling schreibt, günstig und cool halten, erstaunlich nah an der Realität der Deutschen Bahn, zwischen Qualität beim Verkehr und Spaß auf Social Media. Ja, ich wollte das hier einfach authentisch halten, ein authentisches Let's Play. Deswegen müssen wir hier einfach auch mit fehlender Wartung, fehlenden Versorgungstürmen und natürlich einer ganzen Menge Verspätung rechnen. Das ist ja klar. Sel Kutschlu sagt, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, von Wien bis Istanbul. Ehrlich gesagt kenne ich mich nicht hundertprozentig aus. 1883 war, glaube ich, noch Common Sense oder die durchgehende Bezeichnung Konstantinopel. So jedenfalls nach meinem Wissen, aber korrigiert mich sehr gerne. Aber ja, das heutige Istanbul. Absolut richtig. Denn sagt, gute alte Teklia, tolle geschäftstüchtige Dame. Ja, eine tolle Dame, die sicherlich auch eine ganze Menge Preis aufschlagen wird später bei diesen Luxuszugverbindungen. Das wird großartig. Stefan sagt, allen eine gute Fahrt. Das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Werner Gabriel, aka unser Funum, sagt, guten Morgen, mal sehen, was das wird. Spaß auf jeden Fall. Wenn ich auch meine Enttäuschung wegen der kleinen Karte und dem Auskoppeln von Europa im Discord schon kundgetan habe. Falls auch ihr in den Discord kommen wollt und euch beispielsweise über Railway Empire 2 austauschen wollt, schaut mal unten in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr neben meinem Twitch-Kanal auch den Discord-Kanal. Schaut dort gerne vorbei. Und ja, ich kann das absolut verstehen. Wer sagt, hey, ich hätte gern die Karte ein bisschen größer gehabt oder ich hätte mir gewünscht, dass es mehr Ressourcen gibt, beispielsweise, dass die Ressourcen, die jetzt dazugekommen sind, wirklich zusätzlich sind und die europäischen Waren auch noch alle bleiben, wie zum Beispiel Mais, wie beispielsweise die europäische Bekleidung und die dann zum Beispiel hier als Luxusgüter auch verkauft werden, die entsprechend hier vielleicht auch weniger nachgefragt werden, aber dann mehr einbringen oder so. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man dann auch vielleicht in solchen Städten wie jetzt Pressburg, aka Bratislava, dass man dort sowas gar nicht herstellen könnte. Also wenn wir jetzt an die Endprodukte denken, dass das gar nicht notwendig ist oder gar nicht möglich ist. Und man das nur in Europa produzieren könnte, genauso hier zum Beispiel nur Teppiche produzieren könnte und das dann in den anderen Gebieten teuer verkaufen könnte. Wäre einerseits realistisch, andererseits auch richtig cool und es würde das Spiel deutlich komplexer machen. Und ich denke, diese Komplexität hätte dem Spiel wirklich gut getan. Sven sagt, Samstagmorgen, Frühstück steht bereit und 90 Minuten Railway Empire 2, was kann es Schöneres geben? Freut mich sehr, dass es dich freut, mein lieber Sven. Schön, dass auch du wieder mit dabei bist. Waka ist auch mit dabei. Zoggen war der Erste. GG zu der Krone, mein Lieber. Blurschenzeit war die Zweite. Finns war Dritter. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass euch das alles gefällt. Und dass ihr gar keine Verbesserungsvorschläge oder Kritik hattet. Das heißt, wir können anscheinend so weitermachen wie bisher. Naja, nicht ganz, denn wir müssen noch kurz unter Folge 2 schauen. Dort hat Blue Ocean Zeit geschrieben, dass sie sich freut, dass die Videos so schnell hintereinander kommen. Das freut mich wiederum auch. Werden wir jetzt auch erstmal so handhaben. Ich mache das ja sowieso immer so ein bisschen von euch abhängig. Wenn ihr Spaß dran habt und ihr Interesse dran habt, dann gibt es natürlich dann auch entsprechend ein bisschen mehr davon. Waka sagt, hi TA, habt da mal eine Frage zum System. Und zwar geht es um Preis, Leistung und Gewinn, bezogen auf die Länge der Strecke. Wollte ich bei der Hamburg-Reihe schon immer mal gefragt haben. Also, du holst jetzt Holz von Niesenheit, das geht nach Pressburg-Wien, Zulieferung. Ist ja eine ewig lange Strecke. Wenn du jetzt also eine direkte Verbindung von Niesenheit
nach Wien Zulassung oder nach Wien machen würdest, wäre die Fahrzeit ja deutlich kürzer. Ja, aber würde sich das dann nicht auf Position auf den Umsatz auswirken, weil in derselben Zeit zwei Lieferungen somit mehr in der Kasse? Ja, ist tatsächlich ein bisschen schwierig gestellt, aber ich glaube, ich habe verstanden, was die Problematik ist oder was du genau fragen möchtest. Also, wir haben eine Verbindung gebaut von Niesenheid nach Pressburg. Das ist eine Direktverbindung. Pressburg wird nicht hier über die Zulieferung beliefert. Das macht auch wirklich gar keinen Sinn, weil wir hier einfach so nah dran sind. Bei der Fracht ist es immer gleich. Je kürzer die Strecke, desto mehr Gewinn machen wir, weil wir bekommen das Geld bezahlt pro Waggon. Das heißt, je länger die Strecke ist, desto weniger Umsatz machen wir, beziehungsweise desto weniger Gewinn machen wir, Umsatz ist gleich, weil wir höhere Kosten haben. Wir haben Treibstoff, was wir bezahlen müssen, unser Zugpersonal, die Züge laufen. Das kostet alles Geld und wir verlieren natürlich auch eine ganze Menge Zeit. Wenn wir jetzt eine kurze Strecke haben, ist das bei Fracht super, weil wir denselben Umsatz haben, aber weniger Ausgaben, das heißt einen höheren Gewinn. Allerdings muss man natürlich auch immer so ein bisschen auf längere Sicht schauen und da finde ich diese Zulieferungsbahnhöfe richtig gut. Wenn wir hier so Lagerhallen haben, dort das liefern und dann hier jeweils dann einzelne Züge fahren können, die dann alles mitnehmen können, was wir brauchen. Also hier sehen wir richtig schöne Mixzüge. Das gefällt mir richtig gut. Und das könnten wir sonst nicht zur Hand haben. In diesem Fall liefern wir Holz immer noch nach Pressburg. Hier sehen wir das. Das ist die Verbindung. Das ist auch die beste Verbindung. Und von Pressburg bringen wir das dann zum Zulieferungsbahnhof hier, zu diesem hier. Und von hier wird es nach Wien geliefert. Natürlich könnten wir eine Strecke von diesem Bahnhof nach Wien bauen. Das wäre dann ein bisschen kürzer. Sicherlich wäre das auf lange Sicht besser. Würde uns jetzt extrem viel Geld kosten. Extrem viel Geld. Und würde den Bahnhof später verstopfen. So haben wir deutlich bessere Möglichkeiten. Geh mal ganz kurz auf Pause, denn in Wien haben wir tatsächlich gerade einen Stufenaufstieg bekommen. 94.000 Menschen wohnen jetzt in Wien, richtig stark. Und wir können eine weitere Industrie bauen, damit die KI das nicht baut, sondern wir das bauen können. Gehe ich mal ganz kurz auf die Pause. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Und ja, wir könnten jetzt zum Beispiel den Honig, den liefern wir ja jetzt hierhin, um den an beide Orte zu liefern. Also wir liefern den Honig nicht mehr nach Pressburg. Könnten wir direkt nach Pressburg liefern, das wäre ein bisschen kürzer, wäre ein bisschen besser dahingehend. Aber was die Bahnhofseffizienz angeht und die Effizienz der Züge, die hier von Wien zur Zulieferung jeweils laufen, ist tatsächlich dieses Vorgehen gerade am besten. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, wie groß man denkt. Je kleiner man denkt, desto mehr Einzelverbindungen zu den einzelnen Bahnhöfen kann man machen. Je größer man denkt, desto mehr Sinn machen, glaube ich, die Zulieferungsbahnhöfe. Ist, glaube ich, aber komplett auch spieleabhängig und wir werden das auch beides fortführen. Wir werden einerseits, was haben wir hier mit dem Holz und mit dem Getreide, werden auch sicherlich mal Städte anschließen, die gar nicht an so einem Zulieferungsbahnhof dranhängen, sondern einfach so beliefert werden. Aber wir werden auch mit solchen Strukturen arbeiten. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Sven sagt, also ehrlich gesagt haut mich das DLC jetzt nicht so vom Hocker. Wenn man es schon nicht mit der Europakarte spielen kann, hätten es ruhig ein paar mehr Städte sein können. Ja, hatten wir eben schon so ein bisschen die Kritik von Funum gehört, kann ich absolut nachvollziehen. Ich persönlich hätte es mir vielleicht auch ein bisschen größer gewünscht. Also wir haben hier natürlich eine Karte, die schon nicht super klein ist. Aber gerade wenn man das mit der USA-Karte oder mit der Europakarte vergleicht, und zwar mit der großen Karte, dann wirkt das hier schon sehr, sehr klein und sehr, sehr zurückhaltend. Und so viele Waren sind es jetzt auch nicht, die jetzt dazugekommen sind. Es sind 10 neue Waren, dafür sind aber Waren auch verschwunden, die wir zum Beispiel auf der Europakarte sonst hätten. Das heißt, die Komplexität ist nicht großartig angestiegen. Es ist halt eine neue Karte da, es sind ein paar neue Züge da, es sind ein paar neue Waren da,
gerade jetzt vom Aussehen und so weiter, wir haben auch ganz andere Herausforderungen. Also hier zum Beispiel, ich finde es super schwer, hier zu starten in Wien und sich jetzt hier erstmal durch diese Gebirgsketten durchzukämpfen. Ich finde das cool, ich mag das super gerne. Und was wir auch neu haben, sind natürlich die Luxuszugverbindungen. Alles coole Dinge, ich bin absolut ein Fan von diesem DSC. Aber ich sehe natürlich auch, dass hier extrem viel Potenzial verschenkt wurde. Und 10 Euro sind für Leute, die jetzt vielleicht sagen, ich spiele nur hier dieses Endlosspiel, nur auf dieser freien Karte, ist das auch ein bisschen viel, dafür, dass sich gar nicht so super viel verändert hat. Wer jetzt sagt, ich mag sowohl das Freispiel als auch das Szenario, es gibt ja auch ein neues Szenario, für die ist vielleicht 10 Euro sogar fair angebracht. Aber ich denke, so 7, 8 Euro hätten es auch getan an dieser Stelle. Und Zocken war an diesem Tag Zweiter. Sehr, sehr stark, mein Lieber. Und im dritten Video ist noch nicht ganz so viel los, da kommt sicherlich noch ein bisschen was. Da meinte Stefan, der Zug hat aber mächtig Fahrt aufgenommen, absolut. Pressburg bereits bei 100.000 Einwohnern, Wien bei 94.000, das ist richtig gut. Jetzt direkt zu Beginn, das wird natürlich auch hier unsere Expressroute gut tangieren und wir sehen das. Wir sind bei 3 Passagieren, 2 Postsäcken. Also bald können wir hier vielleicht sogar 2 Züge fahren lassen. Ein Passagierzug, ein Postzug. Richtig genial. Richtig cool. Und Funem sagt, wirklich sehr überlegt gebaut. Immer auf die Taler achten. Das sieht gut aus bisher. Ich habe ja von euch wirklich keine Verbesserungsvorschläge oder Kritik in anderer Art und Weise mitbekommen. Freut mich sehr, dass es euch gefällt. Natürlich gibt es hier verschiedene Arten von Menschen. Die einen würden sagen, ich baue jetzt erstmal richtig lang primitiv, um erstmal richtig viel Geld zu scheffeln und baue dann später alles nochmal um. Andere würden sagen, nee, ich warte lieber länger, lass lange laufen und spule ewig lange vor und baue von Anfang an richtig, kommt dann natürlich nicht so weit, hat am Anfang nur ganz kleine, kurze Verbindungen, wenn er die ordentlich baut und spart dann darauf, dass er dann weiter ordentlich bauen kann. Ich habe versucht, mit euch hier so eine Mittellösung zu fahren. Einerseits, dass wir auch nicht so ewig lange warten müssen, andererseits, dass wir nicht alles abbauen und neu bauen müssen später. Und zwar ab und zu, gerade zu Beginn, ein bisschen primitiv bauen, aber dann auch schnellstmöglich das so ausbauen, wie wir später haben wollen. Wir haben immer noch primitive Strecken liegen, wir werden auch weiterhin primitive Strecken bauen. Müssen vor allem auch, wenn wir hier schnell vorankommen wollen, um dann beispielsweise, wenn wir auf die Aufgabenliste schauen, dann die 32 Millionen Unternehmenswert erreichen wollen. Da haben wir wirklich noch viel vor uns. Da müssen wir das auch so tun und ich glaube, das ist eine schöne Mischung. Freut mich, dass es euch auch gefällt. Jetzt geht es aber weiter mit unserem Gameplay, ihr Lieben. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben in Wien die Möglichkeit, eine weitere Industrie reinzubauen. Und das wollen wir tun. Lass uns mal überlegen, was wir hier reinbauen. Wir hatten schon überlegt und wollten eigentlich Kleidung reinbauen. Damit wir hier die Wolle nach Pressburg bringen, hier Geld verdienen. Dann den Stoff rüberbringen zur Zulieferung. Und dann den Stoff hier nach Wien bringen und dann hier Geld verdienen und dann die Kleidung zurück und dann hier nochmal Geld verdienen, gerade auch durch die Züge nochmal Geld verdienen. Das machen wir so, macht auch total Sinn, dass wir hier in die Kleidung gehen. Und Wien ist ja, glaube ich, auch so eine kleine Modemetropole. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit Mode, aber ich denke mal, irgendwie assoziiere ich Wien damit. Und dann passt es, glaube ich, auch ganz gut. Wir bauen hier eine Modeindustrie rein für 646.000. Und schauen mal, wie viel Mode wir eigentlich brauchen. Wir brauchen 0,9 in Wien. Und wir brauchen 1 in Pressburg. Das heißt, wir brauchen 2. Und wenn wir 2 brauchen, würde sich das lohnen, hier bereits auf Stufe 2 hochzubringen. Aber wir haben das Geld nicht dafür. Wie sieht es denn aus mit Krediten? Wir könnten den zurückzahlen. Einen neuen aufnehmen.
Bring dich nämlich auf Stufe 2 dann. Dann können wir von Anfang an durchgehend damit interagieren. Dann brauchen wir nämlich zwei Stoff. Wie viel Stoff brauchen wir hier? 3 mit Pressburg. Dann brauchen wir noch Normalstoff in Wien, um zum Beispiel, keine Ahnung, für Handtücher oder so. Das heißt, wir brauchen 4 Stoff insgesamt. Produzieren aber nur 2. Müssen also hier auch noch hochgehen auf 4. Boah, ist das alles teuer. Und hier Röhrast. Da brauchen wir auch mehr Wolle. Aber ist schon auf Stufe 2. Haben wir nicht gekauft, aber ist schon auf Stufe 2 gegangen von der KI. Sehr gut. Das freut mich. Und Wolle ist auch noch nicht voll ausgelastet. Könnte trotzdem sein, dass wir hier später einen zweiten Zug brauchen. Brauchen dann später auch das Parallelgleis. Und dann sehen wir natürlich, dass wir Stoff hier schon drin haben. Bei Zulieferung 2. Wir brauchen aber jetzt auch noch Platz für die Modeindustrie. Und die Trauben haben wir hier oben auch schon. Und Getreide haben wir hier oben auch schon. Deswegen nehmen wir das mal hier wieder raus. Damit wir ganz genau wissen, wie viel Platz wir noch haben. Und werden jetzt hier die Mode, die Bekleidung noch mit reinbringen. Sehr schön. Perfekt. Und dann können wir weitermachen, ihr Lieben. Haben jetzt sehr viel Geld ausgegeben. Alleine dafür, um diese Modeindustrie zu bauen, haben wir jetzt, ja, einmal hier 1,2 Millionen, glaube ich, ausgegeben. Und dann hier auch nochmal für das Upgrade des Stoffes auch, glaube ich, nochmal 400.000 oder so. Wird sich aber lohnen. Wird sich aber lohnen. Wie sieht es denn bei den Sägewerken aus? Wie viel Sägewerkholz brauchen wir denn? Bauholz. Eins hier, dann brauchen wir auch eins in Wien. Das reicht also genau. Bekommen wir immer noch genügend Holz hierher geliefert? Ja, absolut ausreichend. Ist Wien auch mit Holz versorgt? Müsste eigentlich, oder? Absolut ausreichend. Sehr gut. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ich bin zufrieden. Wir haben auch 2 Holzzüge. Könnte man vielleicht auch überlegen, ob das ein bisschen zu viel ist. Scheint aber alles zu reichen. Warum wartest du? Dein Gleis ist belegt. Weil Holz gewartet wird. Okay, das wird später ja auch nicht mehr der Fall sein. Dann werden wir das hier auslagern mit dem Warten. Vorerst haben wir da keine Möglichkeiten. Aber okay, das sollte in Ordnung sein. Ja, die Holzzüge sind auch voll. Das sieht soweit gut aus. Das wird eine ganze Menge Geld einbringen mit der Mode und mit dem Stoff. Einerseits werden die Industrien natürlich profitabel, das ist Stoff jetzt noch nicht, wird es aber bald. Und die Modeindustrie ist natürlich auch noch nicht profitabel, weil wir es gerade erst erworben haben, aber schaut euch das mal an, wir machen hier ordentlich Profit, das ist genial, das ist richtig gut. Und nicht nur das macht Profit, sondern auch die Frachtrouten, die wir dann darauf setzen. Das läuft richtig gut. Ja, nur noch 2 Passagiere. Das heißt, wir sind hier mit einem Expresszug relativ gut bedient. Jetzt würde ich ganz gerne Zagreb anschließen. Zagreb könnte ich mir gut vorstellen, dass wir das hier auch noch in unsere Reihe mit einbringen. Die Sache ist, Zagreb profitiert gar nicht unbedingt von den Gütern, die wir hier oben produzieren. Denn Honig bekommen wir, Schafskäse, Holz, Trauben, Wein. Das sind alles Dinge, die wir hier bekommen. Und zum Beispiel so Sachen wie Brot oder so könnte Zagreb dann bekommen, wenn wir hier Zagreb mit den anderen Städten verbinden. Ich finde gar nicht, dass wir Zagreb unbedingt, was die Güter angeht, mit Wien und Pressburg verbinden müssten. Könnten wir natürlich, aber müssten wir nicht. Aber eine Expressroute, das wäre cool.
Und da würde sich später natürlich anbieten, dass wir hier noch einen Bahnhof bauen, der sich wirklich um Expressrouten kümmert. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass wir diesen Bahnhof hier nehmen als Expressbahnhof, aber wir könnten zusätzlich noch einen weiteren Bahnhof bauen, der Expressrouten nach hier unten bietet. Und der Expressbahnhof hier ist dann halt eine Verbindung nach Pressburg und dann weitergehend nach Budapest. Dann haben wir keine Überschneidung unserer Frachtroute hier. Ja. Retrospektiv hätten wir die Frachtroute nach oben bauen müssen und die Expressroute nach unten. Wobei, nee, dann, ja, nee, stimmt auch nicht. Weil wir müssen ja hier unten auch ran. Deswegen hatten wir die Fracht in die Mitte gebaut. Ja, also ich glaube, wir würden uns keinen Zacken aus der Krone brechen, wenn wir hier noch einen weiteren dritten Bahnhof hinbauen. Und den dann hier unten mit Zagreb verbinden. Ich glaube, das kann man durchaus machen. Wir könnten natürlich auch diesen Bahnhof hier nehmen und dann Tunnel bauen. Aber das wird einfach zu teuer. Also wenn wir das jetzt mal nur überlegen. Wir wollen das jetzt nicht machen. Ich will jetzt nur mal wissen, was der Tunnel kosten würde. So. Alleine so ein kurzer Tunnel kostet halt 240.000. Das ist halt wirklich super teuer. Versuch mal den Tunnel so kurz zu machen, wie es geht. Versuch ihn mal so kurz zu machen, wie wir es nur könnten. Bei Maximalgeschwindigkeit, versteht sich. Na, machen wir mal so. Also wir müssten schon gute 200.000 mindestens ausgeben, wenn wir hier lange rumfrickeln würden. Für nur ein Gleis. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Und das brauchen wir auch nicht. Wir können ruhig einen zweiten Bahnhof bauen. Und ich glaube, wir kommen hier mit der Fracht auch mit einem Bahnhof ganz gut zurecht. Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Sonst müssen wir später nochmal umbauen. Dann haben wir aber eh mehr Geld. Dann passt das schon. So. Bauen den mal so weit nach außen, wie es nur geht. Und dann kaufen wir uns hier die Rechte für Kroatien. Und bauen auch mal einen Bahnhof in Zagreb. Perfekt. Wir haben 350.000 auf der roten Kante. Ich bin mir nicht sicher, ob das reichen wird für die Strecke. Eine sehr weite Strecke, aber wir werden auch versuchen, die relativ günstig zu bauen. Erhöht die Maximalgeschwindigkeit, die deine Lokomotiven in Kurven fahren können. Oh, das wäre natürlich nicht verkehrt. Machen wir mal. Das machen wir mal. Und dann bauen wir mal das erste Gleis. Das sollte 4 Millionen kosten, wenn wir das so machen. Wir kriegen das günstiger hin. Erstmal gehen wir schön gerade raus. Und schalten die Höhenlinien ein. Na, wir gehen doch nicht so gerade raus. Ich würde nämlich ganz gerne hier drauf bleiben, auf dieser Höhenlinie und nicht hier rüber.
Und dann sind wir hier nämlich auf einer Höhenlinie. Das ist gut. Hier ein bisschen hoch. Dann gehen wir hier in die Kurve rein. Und bleiben auf der Höhenlinie. Schaut mal. Bleiben hier auf der Höhenlinie. Ein 1% Steigung. Wir brauchen hier nicht den Schafskäse und den Honig. Später könnte es sein, dass wir sagen, okay, wir wollen vielleicht doch Mode von hier oben haben oder so. Dann finden wir aber hier ein Gleis raus. Und dann werden wir auch das Geld haben, dann hier einen Tunnel zu bauen, kurz. Um das dann hier ranzuschließen. Das ist schon okay. Wir wechseln jetzt hier die Höhenlinie. Genau. Gehen jetzt auf diese Höhenlinie rauf. Bleiben auf ihr aber. Und da brauchen wir definitiv nicht. Na, wo ist denn unser Punkt hier? Da. Wir brauchen keine Brücke. Erdarbeiten sollten reichen. Das ist schon teuer. Oh, hier hinten sind wir nicht so schnell unterwegs. Jetzt. Da muss man echt drauf achten. Manchmal sind es wirklich nur Kleinigkeiten. Ich lasse mal normal laufen, dass wir das Geld gleich haben. So. Parallelgleis läuft hier links entlang. Ja, das passt. Das heißt, dass wir hier auf Gleis 2 müssen. Bleiben hier auf dieser Höhenlinie. Gehen noch ein bisschen weiter raus. Ja, und dann müssen wir hier eh den ganzen Kauderwelsch an Höhenlinien überschreiten. Aber das machen wir dann mit Erdarbeiten wett. Ja, das seht ihr hier. Hier sehen wir das. Hier kommen wir von einer Höhenlinie in andere rein. Deswegen sind wir von der glatten Fläche dann hier in immer stärkeren Erdarbeiten. Und dann geht es hier von den Höhenlinien wieder zurück. Das heißt, die Erdarbeiten gehen dann auch wieder rein ins glatte Tal. Jetzt geht es sogar in andere Höhen, dass wir uns so ein bisschen durchgraben müssen. Aber ich finde, das kann man durchaus machen. So haben wir eine sehr schöne Expressroute gebaut. Mit Maximalgeschwindigkeit die ganze Zeit. Maximal 1% Steigung. Haben natürlich ein paar Kurven drin, aber unterm Strich, dafür, dass wir jetzt im Early Game sind, kann man da echt nichts sagen. Maximalgeschwindigkeit 1% Steigung. Natürlich wäre es ein bisschen schneller, wenn wir hier einfach einen Tunnel gebaut hätten, aber das ist eine Kleinigkeit. Und diese Strecke hier wird uns so viel Geld einbringen, wenn wir da einen Expresszug raufhauen. Und den können wir gleich raufhauen, denn jetzt gerade zu Beginn brauchen wir dort kein Parallelgleis. Wir werden dort nur einen Zug raufhauen müssen. Zagreb wird sowieso noch nicht so viel brauchen. Das ist wunderbar. Das ist wirklich wunderbar. Bauen wir. Was uns 15 Bahnhöfe angeschlossen, sehr cool. Was uns jetzt natürlich noch fehlt, sind so Sachen wie, ja, hier würde es sich jetzt wirklich mal lohnen. Postamt oder Restaurant und sowas. Das würde sich schon anbieten. Später könnten wir auch mal versuchen, eine Stadt zu machen, wo wir einen Frachtbahnhof haben, einen Passagierbahnhof und einen Postbahnhof. Denn hier von den Erweiterungen des Bahnhofs könnte man sagen, ich mache hier einerseits rein eine Markthalle,
Dort würden wir dann Einnahmen generieren durch die Passagiere, die hier beginnen, also die ihre Reise hier beginnen. Und wir könnten ein Restaurant bauen, was auch nochmal um 15% die Einnahmen erhöht. Bei Passagieren aber nur. Es gibt noch das Postamt, was die Einnahmen für Post drastisch erhöht. Und das könnte man beispielsweise kombinieren mit einer Abfertigungshalle, dass es dort ein bisschen schneller geht. Also das könnten wir machen, werden wir jetzt hier in Wien am Start noch nicht tun, weil das ein bisschen zu viel wäre, too much wäre. Wir werden jetzt in Wien, Wien-Pressburg, werden wir natürlich die Lagerhalle irgendwann weghauen. Auch das Wartungsdepot, dann kommt ein eigener Wartungsbahnhof noch dazu. Und dann machen wir da rein einerseits ein Restaurant, andererseits ein Postamt, dass beides funktioniert. Und so werden wir das auch hier gleich machen. Setzen aber schon mal einen Zug rauf, denn wir brauchen ein bisschen Geld. Wien-Zagreb wird jetzt die erste Lok fahren, meine Lieben. Das ist cool. Und das wird eine RE von Wien nach Zagreb. Richtig cool. Und das macht natürlich die bayerische AAI. Jetzt zu Beginn werden wir einen Speise- und Postwagen draufsetzen. Und das ist eine Express-Lok. Werden wir aber später noch ein bisschen individualisieren. Dann kommen zwei Züge drauf. Ich nenne die jetzt auch erstmal nur Express, weil wir ja sowohl Passagiere als auch Post mitnehmen. Später werden wir Post und Passagiere einzeln nehmen. Warten mal ganz kurz, dass wir uns die leisten können. Wunderbar. Die kommen drauf. Haben kein Parallelgleis, deswegen werden wir gewarnt. Und wir bauen auch mal einen Versorgungsturm. Gerne hier. Gerne dort. Versorgungsturm. In Zagreb bauen wir eine Wartungshalle rein. Nee, wir machen das gleich ordentlich. Hier auf dieser Strecke machen wir das gleich ordentlich. Und zwar ich überlege gerade, wollen wir einen Wartungsbahnhof machen, was auch die Zulieferungszüge dort reinleitet? Ich würde sagen, weil dann könnten wir hier bei der Zulieferung die Abfertigungshalle bauen, statt dem Wartungsdepot. Könnten wir tun, jedenfalls für den unteren. Könnten wir echt machen. Und der obere bekommt einen eigenen Wartungsbahnhof. Oder schließt sich dann an den Wartungsbahnhof an, der hier irgendwann entstehen wird. Ja. Wäre ja noch viel besser. Ja, ja. Hier kommt ein Wartungsbahnhof hin für die Strecke Wien-Pressburg. Und hier kommt ein Wartungsbahnhof hin und jeweils werden sich die Zulieferungsbahnhöfe daran anschließen. Das ist ja genial. Das machen wir genau so. So, bauen wir mal hier das rein. Parallelgleis für die Signale. Die brauchen wir nämlich, weil wir von der anderen Seite ja die anderen Züge reinführen. Wobei, dann brauchen wir eh ein Doppelgleis. Dann brauchen wir eh ein Doppelgleis. Dann machen wir das gleich richtig. Dann gehen wir, kaufen wir uns das zweite Gleis für 50.000.
So. Klappt das doch? Weichen Kopf drauf. Richtung einstellen für Signale. Wunderbar. Und dann... Hier ist der Weichenkopf, oder? Ja. Schließen wir das hier mal an. Und hier auch. Setzen die Richtung. Ich hätte gern Versorgungsturm, glaube ich, auf beiden Seiten. War in jedem Fall hier. Oder? Nee. Wir haben hier unten einen Versorgungsturm, der muss erstmal reichen. Weil die Strecke ist schon sehr lang. Nee. Wir bauen einen Versorgungsturm auf beide Seiten. So geizig müssen wir gerade nicht sein. Sehr gut. Das bedeutet... Wir warten hier. 93.000 kostet das. Müssen wir ganz kurz uns ersparen. Ja, und können gerne mal schauen, wie es hier eigentlich mit diesem Zug aussieht. Ja, der muss dringend gewartet werden, aber nimmt ordentlich Passagiere und Post mit. Gefällt mir, ist eine Expressroute. Wartungsdepot wird gebaut. Beim Wartungsdepot sagen wir, du wirst immer warten. Und dann müssen wir hier einmal unsere Routen anpassen. Also, wir haben hier eine Route von Wien nach Zagreb. Und dann fährst du zurück nach Wien, dann wartest du und dann geht's wieder von vorne los. Aber du wartest ohne Passagiere. Also du nimmst in Wien Passagiere mit, lieferst sie in Zagreb ab, nimmst dort wieder welche mit, lieferst sie in Wien ab, nimmst keine mit, gehst du dich warten, fährst wieder zurück nach Wien, nimmst wieder Leute mit, die nach Zagreb kommen. Wunderbar. Hier brauchen wir auch noch einen Weichenkopf, oder? Von der anderen Seite. Jawohl. Aber Richtung hatten wir eingestellt. Dann haben wir hier Zulieferung alles. Wien nach Zulieferung nach Wien. Zur Zulieferung. Dann gehst du dich warten. Und dann geht's wieder von vorne los. Und hier nimmst du mal nichts mit. Genau, maximal 0 Waggons. Wunderbar. Dann wartest du hier. Perfekt. Dann haben wir hier... Käsezulieferung Pressburg. Hier haben wir die Richtung nicht eingestellt. Dann haben wir hier noch diese Route. Genau, das ist die nach Pressburg. Die werden wir auch nochmal kurz verändern. Du fährst auch zweimal. Dann wartest du dich. Und dann geht's wieder los und bevor du wartest, nimmst du keinen Waggon mit. Bestätigen. So, dann haben wir natürlich noch Züge von außerhalb, die hier landen und gewartet werden wollen. Und das sind die Züge aus Honig und der Käse. Das bedeutet, dass wir hier... euch ein eigenes Wartungsdepot bauen müssen, so leid es mir tut. Und beim Käse auch.
Wartungsdepot. Zack. Sehr schön. Und dann können wir das Wartungsdepot hier nämlich abreißen und bauen neben der Lagerhalle die Abfertigungshalle rein, was die Aufenthaltsdauer der Züge um 20% verkürzt. Macht durchaus Sinn hier an so einem Umschlagsplatz. Genial. Und dann haben wir hier einen Wartungsbahnhof, der sowohl sich um die Züge kümmert, die hier zwischen Wien und Pressburg pendeln, die Frachtzüge, als auch um den Expresszug, der jetzt natürlich eine Panne hat, weil der eine Wartung benötigt, aber der bekommt ja gleich seine Wartung. Sehr schön. Später könnten wir das sogar so machen, dass der Expresszug hier auf Gleis 3 und 4 wartet, sodass der sich nicht in die Quere kommt mit den Frachtzügen, die warten. Dafür haben wir jetzt natürlich nicht das Geld, weil jedes Gleis, das wir ranlegen wollen, sehen wir hier rechts, kostet 50.000 nochmal extra. Wenn wir hier gleich auf Gleis 4 wollen, kostet es sogar 100.000 extra, weil Gleis 3 dann ja auch angeschlossen werden muss. Das wollen wir gerade nicht, aber das ist okay. Hier oben, wie gesagt, werden wir später das genauso machen. Dann bauen wir auch einen Wartungsbahnhof für die Strecke zwischen Wien und Pressburg und können das dann da entsprechend auch nochmal ein bisschen verbessern. Aber erstmal werden wir hier die lange Strecke ein bisschen, der werden wir jetzt ein bisschen Liebe schenken, denn die wird extrem viel Geld abwerfen, weil es halt so eine lange Strecke ist. Demnach kommt hier gleich in Wien einerseits ein Restaurant rein, andererseits dann aber auch ein Postamt. Restaurant bringt 15% auf Passagiere, Postamt 20% auf Post. Markthalle, auf die verzichten wir, weil wir hier einen gemischten Expressbahnhof haben. Und wir können den Bahnhof auch sehr gerne so benennen. Das ist Wien Express Hauptbahnhof. Sehr gut. Das hier ist Wien Frachtbahnhof. Das hier ist Wien Express Nord. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt wird hier der Expresszug gewartet, ohne dass er Passagiere dabei hat und ohne dass er deshalb seinen Expressstatus verlieren könnte. Wir gehen mal kurz in die Forschung rein. Erhöht den Ticketpreis um 5%, machen wir. Die Luxuszugverbindung können wir gerade noch nicht einrichten, wird bald soweit sein, aber wir haben schon mal soweit geforscht, dass wir es jederzeit einführen könnten. Das ist ja das, was ich wollte. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir hier kommen, ob wir hier auch mal ein bisschen was dazu bauen können. Ein Restaurant können wir bauen. Und ein Postamt können wir auch bauen. Ja, großartig. Und das Ganze machen wir in Zagreb auch. Denn in Zagreb ist das natürlich jetzt auch nichts anderes als ein Express Hauptbahnhof. Und da müssen wir jetzt auch nicht warten. Das machen wir schon oben. Heißt, hier kommt ein Restaurant rein und später noch eine Posthalle. Ein Postamt. 58.000 sollten wir relativ schnell zusammen haben. Na, da haben wir es. So, und jetzt könnten wir nämlich von Zagreb, also erstmal bauen wir in Zagreb gleich noch einen zweiten Bahnhof. Der kümmert sich dann darum, dass Zagreb ein bisschen wächst. Ja, wir sind hier bei 20.000 Einwohnern. Wenn wir hier ein bisschen voranschreiten würden, dann würde uns das tatsächlich auch richtig gut tun beim Wachstum der Stadt und dann auch bei unseren Expressgewinnen. Kroatien hat leider nur Zagreb als Ort. Wo könnten wir die Expressroute denn weiterführen? Ja, am meisten Sinn würde hier Osijek machen, denn
Sarajevo ist eine super blöde Strecke. Wir müssen über zwei Flüsse rüber, mindestens über einen. Und das kostet extrem viel Geld, Brücken zu bauen. Aber wenn wir das jetzt nach Osijek bauen, dann würden wir die Expressroute auch nochmal verstärken. Guckt mal hier. Quartalsergebnis 950.000. Denn wenn jetzt zum Beispiel jemand von Wien noch nach Osijek möchte, dann fährt er ja auch über Zagreb. Das heißt, der wird dann bis nach Zagreb fahren, um hier hinzukommen. Diese Strecke würde dann begünstigt werden. Genauso, wenn jemand von Pressburg nach Osijek möchte, fährt er von Pressburg nach Wien. Das heißt, diese Strecke hier würde begünstigt werden. Dann von Wien nach Zagreb. Diese Strecke würde begünstigt werden. Und dann von Zagreb nach Osijek. Faustregel ist, die Luftlinie darf nur halb so lang sein wie die Strecke, die gefahren wird. Ja, also wenn die Luftlinie... Wenn die Strecke, die gefahren wird, mehr als doppelt so lang ist, könnte es sein, dass die den Landweg versuchen zu nehmen, anstatt mit dem Zug zu fahren. Das könnte tatsächlich der Fall sein von Pressburg nach Osijek. Das könnte tatsächlich so sein. Ja, aber nach Zagreb fahren die jetzt schon. Ja, großartig. Großartig. Aber Wien, Osijek, auf jeden Fall. Auf jeden Fall würden die dann die Strecke hier nehmen. Pressburg, boah, kann ich schlecht einschätzen. Könnte knapp werden, ob die das wirklich machen. Das könnte knapp werden. Ja, wir schauen mal auf unsere Zuglinien. Und sehen, Wien-Pressburg macht richtig Schotter. Das ist unsere experimentelle Teststrecke. Ich benenne sie trotzdem mal um in Express. Na komm schon. Express. Und Wien-Zagreb macht nur 8000. Das wird sich noch maximal verstärken. Lag jetzt daran, dass wir eine Panne hatten und Ewigkeiten rumlagen. Dann hier die Frachtsachen. Ja, ja. Die laufen wirklich gut. Die laufen gut. Käse und Honig läuft nicht gut, sind aber Zulieferungszüge, die haben wir markiert mit dem Z. Die können nur Minus sein. Ja, wunderbar. Und Wien-Zagreb nimmt ordentlich schon mit. Nimmt ordentlich mit. Das ist cool. Das läuft doch großartig. Dann werden wir nochmal auf die Aufgabenliste schielen. Das wird schwierig, das zu erreichen hier. Boah. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wie viele Jahre haben wir noch Zeit? 2 Jahre. In 2 Jahren unseren Firmenwert verdreifachen. Wird eine Herausforderung. Und deswegen möchte ich erstmal unsere Hauptgeldverdiener, und zwar die Expressrouten, ein bisschen nach oben bringen. Da würde sich halt in Wien und in Pressburg tatsächlich lohnen, die Lagerhallen wegzureißen. Die brauchen wir hier eh nicht mehr. Und dann entsprechend ein Restaurant oder ein Postamt reinzubauen. Jetzt müssen wir uns mal anschauen, womit machen wir denn hier am meisten Geld? Wir schauen in die Bilanz rein. Mit Passagieren auf jeden Fall. 38.000 durch Passagiere. Alles klar. Und nur 28.000 mit Post. Dann bedeutet das für uns, wir hauen hier die Lagerhalle raus und bauen schon mal ein Restaurant rein. Wunderbar. Und das können wir hier in Pressburg auch machen. Ich kurz auf Pause, dass das jetzt schon mitgenommen wird. Die Lagerhalle kommt raus. Und das Restaurant kommt rein. Und den Wartungsbahnhof für die obere Zulieferungsstrecke,
Den können wir uns gleich wirklich mal anschauen. Panne, Wartung benötigt. Boah, der müsste eigentlich hier unten auch nochmal gewartet werden. Oben und unten. Wow. Aber die Strecke ist brutal, weil die so lang ist. Das schafft unsere Lok noch nicht. Das ist wirklich brutal. Schaut euch das an. Zustand nur noch von 32%. Na, ja, das ist echt brutal. Ja, dann müssen wir daran. Dann müssen wir hier noch einen Wartungsbahnhof bauen. Hilft ja leider nichts. Da können wir ja gerade nicht viel machen. So. Und dann wird ein Wartungsgebäude reingebaut, wo immer gewartet wird. Schnappen wir deine Zuglinie. Und du fährst von Wien nach Zagreb. Danach fährst du hier nach Bigirast, nochmal nach Zagreb. Und dann geht's ab. Und hier in Zagreb nimmst du keine Passagiere mit. Also in Wien werden Passagiere mitgenommen. Bis nach Zagreb wird gefahren. Dort wird niemand mitgenommen. Die werden nur abgeliefert. Dann fährt er hier zum Wartungsbahnhof. Dann fährt er wieder zurück. Nimmt wieder Leute mit. Haut nach oben ab nach Wien. Dort geht er dann, liefert die Leute ab. Dann nimmt aber keine Leute mit, geht warten, fährt wieder zurück nach Wien und nimmt Leute mit. Alles klar. Und das hier ist Zagreb Wartungsbahnhof. Okay, alles klar. Jetzt brauchen wir selbiges Prinzip noch für die Strecke Wien-Pressburg. Hier kommst du hin. Das könnten wir auch gleich zweigleisig machen. Weil da ja auch die Fracht ran soll. So und so dann entsprechend. Mhm. Stellen wir noch die Richtung ein. Hier auch. Damit die Signale gebaut werden. Wir bauen Weichenköpfe. Wunderbar. Ein bisschen Geld. Ja, Züge laufen ganz gut. Jetzt ist mal nichts dabei, sollte aber sich jetzt was holen. Ach so, nee, der geht zum Warten, deswegen hat er nichts dabei. Alles klar. Alles richtig. Zug hat letzte Tour ohne Ladung absolviert. Nimm mindestens einen Waggon mit, damit du mich nicht nervst.
Und dieser Wartungsbahnhof. Also. Wien Wartung Süd. Das hier wird Wien Wartung Nord. Und er braucht jetzt natürlich ein Wartungsdepot. Und jeder, der da reinfährt, muss auch gewartet werden. Sonst würden die ja nicht reinfahren. Hier selbe Spiel. Später werden wir die Gleise exklusiv machen für die Expressroute. Wenn ich hier auf Personal schaue, könnten wir gucken, ob wir nochmal Boni auszahlen können. Verringerter Wartungsbedarf. Sicherlich nicht verkehrt. Maximalgeschwindigkeit. Ticketpreise. Einnahmen für Fracht ist verringert durch die verschlechterte Sicherheit. Lass uns das mal hier wieder aufs Normale hochbringen. Und jetzt auch noch mal einen Bonus zahlen, dann sollte das passen. Saboteure brauchen wir nicht. Hier haben wir den Wartungsbahnhof mit 100%. Und dann können wir dem Expresszug sagen, du fährst von Wien nach Pressburg, du fährst nach Wien, wartest dich und dann geht das Ganze von vorne los. Wien, Pressburg, Wien, warten ohne Leute, Wien, Pressburg, alles klar. Bestätigen. Jetzt nehmen wir hier die Züge, die hier rauf fahren. Wien, Pressburg, Fracht. Wien, Pressburg, Fracht. Wien. Und dann geht's hier rein in die Wartung. Der fährt ein bisschen zu häufig, oder? Hin, zurück. Also nochmal. Hin, zurück. Hin, zurück, warten. Also zweimal fährt er. Ich glaube, das ist okay. Der muss nicht jedes Mal warten. Und dann geht er wieder hin. Hier hin. Und dann geht's wieder los. Ja, das sollte passen. Nehmen wir uns nochmal den anderen. Der startet hier hin, zurück, hin, warten, Zulieferung. Noch du nimmst hier keine Waggons mit, wenn du warten gehst. Ja, wunderbar. Das sieht doch gut aus. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Geld dazu bekommen, dann können wir dir den Wartungsbahnhof wegnehmen. Das können wir so oder so schon machen. Und dafür eine Abfertigungshalle bauen. Ja. Und dann könnten wir in Wien auch das Postamt bauen, statt dem Wartungsdepot. Wartungsdepot weg. Und dann wird das Postamt gebaut. Das Ganze wird in Pressburg auch nochmal gemacht. Wartungsdepot kommt weg. Und wir bauen das Postamt rein. Und damit sollten wir unsere Gewinne wirklich nochmal ordentlich gepusht haben. Das sollte jetzt funktionieren.
Warum bist du nicht gewartet? Habe ich den Bahnhof zu spät gebaut? Könnte sein, ja. Könnte sein, dass das noch nicht mitgenommen wurde. Ansonsten, glaube ich, läuft alles. Wien auch am Maximum. 100.000 Einwohner. Genauso wie Pressburg. Das heißt, in der Theorie könnten wir jetzt die Bibliothek abreißen und müssten eine Universität bauen. Denn nur mit einer Universität kommen wir auf über 100.000 Einwohner. Das Problem dabei ist, dass dann 10% Bedarfsdeckung fallen würde. Denn die Bibliothek macht jetzt 10% aus. Das heißt, wir wären bei hier 49% und in Wien bei 51%. Die würden nicht nicht schrumpfen, die Städte, aber sie würden auch nicht wachsen. Deswegen lohnt sich das für uns noch gerade noch nicht. Aber später, wenn wir sagen, okay, wir sehen, wir sind so bei 70% angekommen, können wir durchaus das angehen. Jetzt würde ich aber ganz gerne Zagreb ein wenig ausbauen und hier mit ein paar Sachen versorgen und natürlich die Expressrouten weiterbauen. Nach Spalato kämen wir sicherlich auch so ein bisschen, wenn wir hier drum herum fahren. Sarajevo, ja, würde auch funktionieren. Und Osijek, das würde dann auch nochmal hier die anderen Expressrouten stark beeindrucken. Und wir machen halt mit den Expressrouten extrem viel Geld. Also diese Expressroute hat ja noch seine Probleme. Aus diesem Grund ist die hier noch eingenordet in der Mitte. Wird aber wahrscheinlich ganz nach oben hinkommen. Ganz nach oben. Weil der Weg so weit ist. Und wenn es dann noch eine Expressroute ist, boah. Das ist richtig stark. Das ist richtig stark. Wie hat es euch gefallen, die heutige Folge? Lasst es mich wissen, indem ihr einen Kommentar schreibt und einen Daumen nach oben da lasst. Und dann freue ich mich, wenn wir das nächste Mal wieder zusammenkommen. Dann nochmal reinschielen, ob wir eventuell schaffen, unseren Unternehmenswert zu verdreifachen und das in nur 2 Jahren. Das wird schwierig, das wird wirklich super schwer. Und dann sehen wir, ob wir vielleicht auch schon die ersten weiteren Expressrouten bauen können oder Zagreb nochmal ein bisschen nach oben pushen können. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich aufs nächste Mal.